Berlin ist hip, modern und nicht nur als Touristen-Hotspot äußerst beliebt. Jedes Jahr verzeichnet die Hauptstadt einen Einwohnerzuwachs von rund 45.000 Menschen. Der Wohnungsmarkt ist dementsprechend angespannt. Schon lange wird über Gentrifizierung und steigende Mieten diskutiert. Im Rahmen des Forums Berliner Immobiliendialoge lud die Investitionsbank Berlin, selbst ein wichtiger Partner im Hinblick auf die Wohnungsbauförderung, zur Diskussion mit der Fragestellung, wie wird bezahlbares Wohnen zukunftsfähig? Berlin ist eine wachsende Stadt. Wir haben Zustrom. In den nächsten 15 Jahren werden fast 400.000 Menschen nach Berlin zusätzlich kommen. Also eine weitere Großstadt wird hier nochmal Platz finden müssen. Das stellt die Stadt natürlich vor große Herausforderungen. Wir werden mehr bauen müssen. Wir bauen bereits mehr. Aber ich glaube auch, dass es gelingt, in Zukunft auch hier in Berlin weiter bezahlbaren Wohnraum wie bisher zu behalten. Die Investitionsbank Berlin hat da einen nicht unerheblichen Anteil daran. Können Sie uns erklären, was heißt denn genau der IBB Neubau-Wohnungsfonds? Was beinhaltet der? Was tun Sie für Berlin? Ja, das ist gewissermaßen die DNA der IBB. Wir haben schon immer dafür gesorgt, dass preiswertes Wohnen in Berlin möglich ist und bleibt. So soll es auch bleiben. Mit dem neuen Wohnungsbaufonds wollen wir dazu beitragen, dass wieder mehr gebaut werden kann und dass gebaut werden kann für Mieten zwischen etwa 6 und 8 Euro. Und wir wollen dazu beitragen, dass Investoren incentiviert werden, wieder mehr zu bauen, um dieser dringenden Notwendigkeit, mehr Wohnungen zur Verfügung zu stellen, auch nachzukommen. Wie viele Wohnungen können Sie denn damit generieren pro Jahr in etwa? Wir glauben, dass allein mit der Förderung durch dieses Programm etwa 3.000 bis 4.000 Wohnungen ab dem nächsten Jahr zusätzlich auf den Markt kommen können. Das ist eine große Zahl, bedarf aber auch einer großen Anstrengung. Das machen wir auch nicht allein. Viele, viele Partner. Und natürlich muss insbesondere die Wohnungswirtschaft mitziehen, also die großen Wohnungsanbieter. Genau diese Vertreter, bestehend aus Senat sowie privater und kommunaler Wohnungsbaugesellschaften, diskutierten angeregt über die Möglichkeiten, Wohnen auch in der Zukunft sozialverträglich zu gestalten. Ja, der Wohnungsmarkt ist angespannt, ganz eindeutig. Das stellt sich immer so etwas nach der jeweiligen Situation der Berlinerinnen und Berliner dar. 64% der Berliner sagen, dass sie mit ihrer Wohnung und ihren Mieten sehr zufrieden sind. Das ist sehr schön, aber es sind genau die 64%, die keine neue Wohnung suchen. Für diejenigen, die eine Wohnung suchen, ergibt es ein Problem, weil es viel zu wenig Wohnungen gibt. Und weil es zu wenig Wohnungen gibt, steigen im Moment die Preise. Deswegen haben wir viel getan, um diese Mietentwicklung zu dämpfen. Als letztes die Mietpreisbremse. Aber was wirklich hilft, ist letztendlich Neubau. Jetzt ist natürlich auch eine große Herausforderung, die Neuzuzügler dann auch irgendwo unterzubringen. Ja, genau, das ist das Thema. Es sind aber nicht nur Neuzuzügler, die nach Berlin drängen. Auch die Wohnsituation der Berliner verändert sich ja. Die Kinder werden groß, werden aus dem Haus, man trennt sich oder es gibt eine sonstige Veränderung der Familiensituation. Und wenn dann neue Wohnungen gesucht werden, ist es schwer, welche zu finden. Und ich sage ja nochmal, nur der Neubau hilft letztendlich zu einer Entspannung. Ich weiß, dass viele Berliner sagen, ach, die Busse werden voller, die Grünflächen sind stärker genutzt, was wollen die Menschen alle hier? Ich finde weniger Parkplätze, der Verkehr wird dichter. Mag alles so sein, nur die Menschen fragen nicht, ob sie nach Berlin kommen dürfen, die kommen. Und wir stehen vor der Frage, das einfach hinzunehmen oder diesen Prozess sozial zu steuern. Und ich bevorzuge das soziale Steuern dieses Prozesses. Und ich muss sagen, es ist ein Glück für Berlin, dass wir wachsen. Bei allem Ärger stellen Sie sich mal vor, wir würden eine schrumpfende Gesellschaft sein und jedes Jahr 40.000 bis 45.000 Einwohner verlieren, dann hätten wir ganz andere Probleme. Können Sie denn ganz konkret ein Beispiel nennen? Was planen Sie? Wie viele Neubauwohnungen sollen dann pro Jahr entstehen? Und wie soll es dann wirklich auch bezahlbar gemacht werden? Im vergangenen Jahr hatten wir etwa 9.000 Wohnungen, die neu gebaut worden sind. Das werden in diesem Jahr so etwa 12.000 sein. Und wir brauchen pro Jahr etwa 12.000 bis 15.000 Wohnungen. Mal sehen, ob die Einwohnerzahl Berlins noch weiter steigt, dann müssten es noch mehr werden. Das ist kein Zauberwerk. Wir haben Anfang der 90er Jahre jedes Jahr 20.000 bis 25.000 Wohnungen neu gebaut. Also Berlin kann das, aber es muss angekurbelt werden. Und es geht darum, nicht nur irgendwelche Wohnungen zu bauen, sondern bezahlbare Wohnungen zu bauen, damit alle Berlinerinnen und Berliner von dieser erfolgreichen Entwicklung Berlins partizipieren können. Das ist unsere Aufgabe. Und deshalb kurbeln wir auch mit unseren kommunalen Wohnungsbaugesellschaften das Baugeschehen an. Und allein in dieser Legislaturperiode, also bis Ende 2016, werden etwa 10.000 kommunale Wohnungen fertiggestellt oder in Bau sein. Und das werden wir in den nächsten Jahren so fortsetzen, um dieses Wachstum zu bewältigen und
um die Entspannung auf dem Wohnungsmarkt in Berlin herbeizuführen. Denn wir haben einfach die Situation, eine riesengroße Nachfrage stößt auf ein viel zu kleines Angebot und dann steigen die Preise. Und alle Dämpfungsbemühungen sind richtig, aber grundlegend werden wir die Situation nur verändern können, wenn wir das Angebot verbreitern. Also brauchen wir Wohnungen in allen Teilen der Stadt. Die Förderung erfolgt aus Mitteln eines Wohnungsneubaufonds mit einem jährlichen Volumen von 64 Millionen Euro. In den kommenden 5 Jahren soll so eine Summe von insgesamt 320 Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden. Maximal ein Drittel der Wohnungen eines Bauprojektes sollen diese Förderung erhalten, um im Durchschnitt eine Miete von 6,50 Euro zu gewährleisten. Auch die seit Juni dieses Jahres in Kraft getretene Mietpreisbremse wirkt dämpfend. Für private Bauträger erschweren jedoch diverse Hürden eine kostengünstige Vermietung. Das sind zunächst einmal die Grundstückspreise und dann eine sehr langsame Prozedur, um die Baugenehmigung oder Baurecht zu erlangen. Das bedeutet, dass man die Grundstücke, die man erstmal gekauft hat, lange vorfinanzieren muss. Dann unterhält man sich oft in Berlin, das ist eine reine Luxusdiskussion, weil es die so in anderen deutschen Städten nicht gibt, über Gebäudetiefen für dann suboptimale Kubaturen, die zu teurem Bauen führen. Es gibt dann bundesweit Auflagen, aber das ist nicht Berlin-spezifisch, sondern Berlin-spezifisch sind wirklich Zeitabläufe, Grundstückspreise und zumindest im Eigentumswohnungsbau eine hohe Erwartung unserer Kunden an Standards. Berlin baut in Summe höherwertiger als in anderen deutschen Metropolen. Was kostet denn für Sie als Bauträger auch eine Wohnung zu bauen, die dann hinterher bezahlbar ist? Das heißt ja auch ein großes Investitionsvolumen für Sie als Bauträger. Das ist richtig. Das ist erstmal die Addition aus Grundstückspreis, der mittlerweile durchaus mal 1.000 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche erreichen kann. Und dann 2.400 Euro an Baukosten inklusive Planungskosten. Das ist das Minimum. Und dann kommen Sonderauflagen dazu. Sie können sich ja mal mit der Berliner Feuerwehr unterhalten, was es so an interessanten Ideen gibt. Irgendwo in Deutschland gibt es einen neuen Brand. Und dann nachvollziehbar sagen die, da hat es gebrannt aus den und den Gründen. Das wollen wir zukünftig verhindern. Also, liebe BUWOG, ihr müsst zukünftig anders bauen, ihr müsst eine größere Durchfahrt haben, die Leiterlängen reichen für uns nicht, ihr müsst also mehr freien Raum geben, ihr könnt an dieser Stelle keinen Baukörper hinstellen, da müssen wir uns bewegen können. Es gibt eine Vielzahl an Ideen. An jeder Stelle ist das eigentlich so, dass wir in dieser gereiften Gesellschaft, so wie ein Problem auftritt, sofort die Lösung parat haben, nur dass diese Lösung immer auch teurer ist. Und ich sehe wenig Möglichkeiten. Beim Brandschutz habe ich gar keine Möglichkeit, mich mit der Feuerwehr in eine Verhandlungssituation zu begeben und zu sagen, nee, das wollen wir nicht, das ist zu teuer. Das Argument zählt nicht. Das Bauen ist gereift und das wieder zurückzudrehen, ist eine interessante Idee, der ich wenig Möglichkeiten gebe. Weniger Geschosshöhe wäre vielleicht ein Weg, keine Gäste-WCs mehr auf jeden Fall nur noch ein Sanitärstrang pro Wohnung. Keine Loggien bitte bauen, das ist teuer, sondern wir müssen in Berlin lernen, dass die Balkone weiter auskragen müssen. Ich kaufe ja keine Neubauwohnung, wenn sich da nicht zu viert drauf sitzen kann, oder? Würden Sie eine Neubauwohnung kaufen, wo man Ihnen sagt, gucken Sie, das ist der Grüßbalkon, hier können Sie leider nicht zu viert sitzen, also keine Gäste einladen. In Berlin ist das so, man darf nur 1,50 auskragen, dann müssen Sie eine Loggia bauen, das zieht die Dämmebene nach innen. Es vernichtet Wohnfläche und es ist einfach viel zu teuer. Also es gibt ganz, ganz viele Ansätze. Wenn man die alle aufzählen würde, dann hatte Herr Geisel heute recht, dauert es sehr lang. Aber da jeweils den Knoten durchzuschlagen, das wird schwer. Wir werden an vielen Stellen jetzt ansetzen und vielleicht finden wir ja Lösungen, dass wir uns von ein paar Luxuskomponenten, die dem Bewohner nicht immer etwas bringen, trennen können. Der günstige Wohnraum soll den Menschen offenstehen, die der Zielgruppe entsprechen, das steht außer Frage. Doch ist es für Wohnungsanbieter überhaupt möglich, eine Auswahl zu treffen? Wir fragen Anne Keilholz, Geschäftsführerin der Kommunalen Wohnungsbaugesellschaft Stadt und Land. Grundsätzlich muss man ja sagen, die städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben in den letzten Jahren ein wundervolles Quartiersmanagement betrieben. Und das geht nur, wenn man auch schaut, wer in diesem Quartier wohnt. Und wenn man konkret sich überlegt, wie wollen wir dieses Quartier gestalten. Und dazu gehört natürlich auch eine gewisse Belegungspolitik. Und selbstverständlich kennen wir unsere Mieter und wir wissen auch, wer bei uns einzieht.
Viele Berliner sagen, wir haben hier so viel Platz, warum wird nicht gebaut, warum ist alles so teuer? Das kann man natürlich als Laie schlecht nachvollziehen. Was kostet Sie so eine Investition? Also ich würde hier ungern mit Zahlen hantieren, aber es ist natürlich ein großer Unterschied, ob wir sagen, wir wollen vielleicht in Hellersdorf was Neues bauen oder wir wollen in Schöneberg was Neues bauen. Also ich rede jetzt gerade nur über die Stadt- und Landquartiere. Wir sind in Hellersdorf, sonst im Südosten Berlins unterwegs und es ist völlig unterschiedlich, was wir dort bauen können und was wir dort bauen wollen, weil die Quartiere unterschiedlich sind und vor allen Dingen die Grundstückspreise. Und wir überlegen uns auch im Rahmen der Schwestergesellschaften verschiedene Modelle, um tatsächlich an den Baupreisen was zu machen. Da ist noch nichts ausgegoren, aber es gibt natürlich eine Menge Dinge. Wir hatten heute Abend das Thema seriellen Bau, es gibt modularen Bau. Also wir diskutieren das gerade und versuchen für uns die beste Möglichkeit zu finden, damit wir unseren Mieterinnen und Mietern auch weiter bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen können. Dann vielleicht noch ein Ausblick in die Zukunft. Sagen wir 5 oder vielleicht 10 Jahre, vielleicht auch nur 2 Jahre, wenn Sie sagen, das ändert sich bei uns auch schon so schnell. Was ist denn so geplant für die Zukunft sukzessive? Wie viele neue Wohnungen kommen denn hinzu? Naja, also wir werden quartal wachsen, so wie unsere Schwestern auch. Und Sie haben vielleicht gehört, der Gesellschafter sagt oder hat in der Vergangenheit im Mietenbündnis gesagt, 300.000 Wohnungen in städtischer Hand. Das Ziel erreichen wir. Wir werden weiter wachsen und das Ziel 400.000 Wohnungen in städtischer Hand ist ein Ziel, an dem wir uns alle orientieren und das werden wir auch erreichen. Die angeregte Diskussion im Rahmen des Forums Berliner Immobiliendialoge war ein wichtiger Schritt und ist dennoch, wie alle Beteiligten bekräftigten, nur der Anfang des langwierigen Prozesses bezahlbares Wohnen in Berlin.